Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber, Dominik Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 25 haben wir Topas zu Gast. Topas alias Thomas Fröschle ist zweifacher und zudem jüngster Weltmeister der Manipulation. Heute tritt er sowohl bei Galen, im TV, mit Sprache, aber auch mit Großillusionen auf. Und jetzt ist er hier. Hallo Topas, wie geht's dir? Hallo, mir geht's sehr gut, vielen Dank. Ich freue mich auf eure Fragen. Hervorragend. Wie würdest du das, was du so in der Zauberkunst machst, in einem Satz beschreiben? zu viel Unterschiedliches in einem Satz. Ich habe begonnen als Manipulator, habe dann mit Illusionen begonnen, habe, wenn mich nicht alles täuscht, 97, für euch eine biblisch lange, es ist biblisch lange her, 1997, mein erstes Abendprogramm gemacht. Und in den letzten 10 Jahren habe ich begonnen, Comedy zu machen, sogar ohne Zauberei, Stand-up-Comedy. Also das sind so meine Lieblingsgebiete, Manipulation, Illusionen und Comedy. Wie möchtest du überhaupt eher genannt werden, Topas oder Thomas? Das ist mir egal. Also als Zauberer, wir haben es jetzt so gemacht, als Zauberer lasse ich mich ankündigen als Topas und als Komiker als Thomas. Weil wir dachten, Fröschle, was Fröschle? Nicht für einen Comedian ein ganz guter Name, aber der große Fröschle als Zauberer ist nicht ganz so seriös. Aber wir sagen jetzt einfach mal, wir sind ja gerade im wirklichen Leben, ne, und reden über die Kunst und über den Beruf. Und dann sag doch bitte Thomas und dann kann ich entweder lustig oder ernsthaft antworten. Da habe ich alle Möglichkeiten. Wie bist du überhaupt zu dem Namen gekommen? Weil ich meine, Topas ist ein Mineral. Bitte? Ein Mineral. Ein Mineral. Genau. Ein Edel, ja, so ein Halbedelstein, ein erdfarbener Halbedelstein habe ich irgendwo. Ja, und es ist ein Hitchcock-Film und ich habe recherchiert, es ist eine Bratpfanne, es ist eine Tanzkapelle. Wahnsinnig viel, was Topas heißt. Hat keine so richtige Geschichte. Wir dachten ganz am Anfang, Eberhard Riese, der mein erster Regisseur war und bis heute auch geblieben ist, mein wichtigster Berater, der hat gesagt, was, Fröschle ist vielleicht als Name für einen Zauberer so ein bisschen schwierig. Nicht nur, weil er lustig klingt, sondern weil Ö und SCH kein Mensch versteht. Und dann haben wir überlegt, was können wir uns für einen Namen ausdenken als Zauberer? Und dann war da eine lange Liste und es hat leider keine so richtig tolle Geschichte. Es war wichtig, dass der einprägsam ist und dass der international verstanden wird, dass der was bedeutet, aber jetzt noch nicht überfrachtet ist mit Bedeutung. Und als wir dann hängen geblieben sind und solche tollen Sachen wie Schlemiel und sowas ausgeschieden hatten, Schlemiel war mit am Start eine Weile, dann ist uns aufgefallen, Topas, was uns am meisten zugesagt hat, allen um mich rum, dass es so ähnlich klingt wie mein Vorname, aber es war also nicht der Plan. Topas sollte einfach kürzer und einprägsamer sein als Fröschle. Thomas. Und wann war das? Also seit wann hast du diesen Bühnennamen? Ich bin jetzt 44. Ich hab Eberhard Riese getroffen, als ich 10 war. Und den Namen habe ich, ich weiß es gar nicht mehr so genau, mit 14, schätze ich mal, mit ihm zusammen festgelegt. Es gab Winterurlaube, der Stuttgarter Zauberer, der magische Zirkel Stuttgart ist in meinen Winterurlaub gegangen und hat sich da ein Haus gemietet. Und dann waren da Franklin und Junge und weiß nicht wer alles. Und da hat man sich gegenseitig in den Schnee geschmissen und eingeseift und hat zusammen gekocht und abgewaschen und gebrainstormt und gespielt und Silvester gefeiert. Und irgendwann mal ging es auch um Künstlernamen und vor allem wurden dann Nummern trainiert. Das war irgendwie eine fantastische Zeit, sehr irgendwie sehr unmilitärisch, also sehr unstrukturiert, möchte man sagen, aber mit Galas und mit ganz tollen Abenden, wo dann sich Leute gegenseitig geholfen haben, die auch in anderen
anderen Genres oder anderen Genres, vielleicht nicht in anderen Disziplinen unterwegs sind. Also der Manipulator hilft dann dem Großillusionisten, der Sprecher hilft dem stummen Zauberer. Das war toll, aus der Zeit stammt das. Also ich war ungefähr 14, ist die kurze Antwort. Wow. Thomas, wie bist du überhaupt zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du? Zur Zauberkunst gekommen bin ich furchtbar langweilig durch den Zauberkasten und vor allem durch Terence Hill, wie er Karten gemischt hat. Ich glaube, es war für Fäuste für ein Halleluja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Tony Binarelli, ein italienischer Zauberer, hat Terence Hill gedoubelt. Und dessen Hände als Zauberer in den Großaufnahmen vertreten. Und er hat halt Karten gemischt und die Karten flogen dann irgendwie mit rückwärts laufendem Film von einer Hand in die andere. Und ich dachte, genau das will ich auch machen. Und habe es dann versucht zu üben, was halt eben unfair war, weil halt der Film rückwärts lief. Aber das weiß ich noch, es war eine der ersten Begegnungen. Also die entsetzliche Angeberei ist wohl eine Sache. Also ich habe tatsächlich mit Ziergriffen begonnen und nicht direkt mit Kartentricks, aber da war ich relativ klein. Also so ein siebenjähriges Fröschle, so sieben- oder achtjähriges Fröschle. Und was ist so deine Leidenschaft daran, dass sie ja bis heute da geblieben ist, die Zauberkunst? Ich wollte mich um die Warum-Frage drücken. Das ist viel schwieriger zu beantworten, finde ich, warum zaubert jemand. Also natürlich, weil ich gerne auf einer Bühne stehe, natürlich, weil ich gern selber Zauberei sehe. Also nach wie vor, ich kann in einem Fissenwettbewerb sitzen und mir 30 Koreaner hintereinander anschauen und habe immer noch vor Begeisterung Herzflattern, wenn's richtig toll ist. Also es hat damit zu tun, das selber zu machen, was ich eben immer noch selber gerne sehe. Und ich habe gerne Theater gespielt, ich habe Lehrerparodien gemacht bei Klassenpartys. Also war irgendwie so ein ungesunder Hang zur Selbstdarstellung auch immer da. Es war nie der Plan, das beruflich zu machen. Also es ging nie ums Geld verdienen, sondern immer irgendwie um die Faszination an den Zaubereffekten und speziell bei Manipulationen, wenn was so knackig ist, dass es aussieht wie ein Filmtrick, dann hat mich das immer, immer extrem angemacht und es ist eigentlich bis heute so. Und man kann es wirklich nicht kurz beantworten, weil je länger, das ist, glaube ich, das Fiese an Zauberei, je länger jemand zaubert, umso mehr entdeckt er dann, ne? Also wenn jemand schreiben kann, dann schreibt er eben eigene Sachen oder führt Regie oder baut Requisiten, wenn er handwerklich begabt ist oder macht Filme, macht wie ihr jetzt journalistische Sachen oder so. Also es gibt einfach wahnsinnig viel, was über die Zauberei als Medium funktioniert. Und ich habe kaum, also Comedy ja jetzt seit 10 Jahren, aber sonst kaum mehr was gesehen, was mich so nachhaltig fasziniert hat. Mal ganz unabhängig von dass Leute das toll finden und verblüfft sind und noch Jahre später dann einem erzählen, Mensch, du hast da was verschwinden lassen und dann den Effekt in der Erinnerung dreimal so toll machen, wie er eigentlich war. Aber es ist einfach eine, wahrscheinlich von allen darstellenden Künsten eine, der man sich, wenn sie gut gemacht ist, einfach nicht entziehen kann, finde ich. Ne? Leute können es hassen und sagen, Zuschauer, ich hasse das, wenn mich jemand täuscht, aber keiner kann behaupten, es wäre nicht einfach eine wahnsinnig eindringliche Sache, wenn die Naturgesetze aufgehoben werden. Schöne kurze Antwort, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn man so deine Zauberkunst ansieht, dann ist sie ja wirklich richtig kreativ. Was spricht so deiner Meinung nach deshalb für so einzigartige Kunststücke? Also im Gegensatz zum Beispiel zu Zauberkünstlern, die immer wieder das Gleiche zeigen, immer den Würfelkasten, immer die Hasenwanderung. Warum machst du das nicht? Also drei Erklärungsmodelle. Das eine, das ehrlichste ist, weil mir der Eberhard Riese das sehr früh eingeimpft hat, dass Originalität viele Vorteile hat. Ich war einfach immer viel unter originellen Zauberern
und war immer fasziniert von Jim Steinmeier und von Don Waynes Beratung für Copperfield, als wir uns da früher immer Specials angeschaut haben und dachten, mein Gott, der macht Sachen, die kein anderer macht und ist damit auch nicht vergleichbar und allen anderen immer Jahre voraus in seiner Qualität. Der biografische ist Eberhard Riese, der pragmatische ist, wenn dann tatsächlich ein Beruf draus wird, dann hat Originalität viele Vorteile. Man ist einfach auch da dann nicht vergleichbar und wird engagiert für eine bestimmte Sache unter Umständen auf der ganzen Welt, weil man schlicht und einfach der Einzige ist, der es macht. Und man kann einfach nicht den ortsansässigen Gaukler nehmen, der dann das Ringspiel in Venezuela vorführt, wenn man eben gerade Bedarf hat nach einem Ringspiel bei einer Veranstaltung. Und der wahre der wichtigste Grund ist der dritte, ist, dass nichts mehr Spaß macht, als was Eigenes zu haben. Also es ist schon toll, eine gut gebaute Routine vorzuführen, die jemand anders sich ausgedacht hat. Das ist schon, wenn es funktioniert und die Reaktionen sind da. Aber der absolute geistige Orgasmus ist doch, wenn wir ehrlich sind, eine eigene Idee umzusetzen. Und es gibt zwar eigentlich nur so zwei richtig schöne Momente in dem Prozess, nämlich erstens, wenn es einem einfällt und zweitens, wenn es zum ersten Mal vor Publikum funktioniert, und alles andere ist dann ehrlich gesagt ja mit Mühe und Rückschlägen und Fleiß und so verbunden, dann geht Zeug kaputt, dann muss es repariert werden, dann muss es geübt werden, dann muss es immer wieder gleich gut vorgeführt werden, als ob es dann gerade eingefallen. Aber trotzdem, heute noch, wenn ich Lautsprecher erscheinen lasse oder wenn ich die Schaumnummer gemacht habe oder wenn einfach Sachen, die ich mir ausgedacht habe und die funktionieren, dann ist es eine andere Art von Verhältnis. Es ist ein bisschen vergleichbar wie beim Witzeschreiben in der Comedy. Es gibt natürlich Autoren, die einem Witze schreiben können, aber Leute wie Gerhard Polt oder andere, die für sich schreiben, haben dann einfach auch ihre eigene Stimme und kein anderer könnte sowas schreiben. Und so ist es beim Zaubern auch. Es gibt dann einfach genau den richtigen Stil, weil man sich es eben selber ausgedacht hat. Das heißt nicht, dass es immer das Allerbeste ist. Es gibt auch Teamwork und dann entsteht was Eigenes in der Gruppe. Aber ich habe so den Eindruck, dass die wirklich richtig tollen Sachen nicht übertragbar sind, sag ich jetzt mal, in der Hoffnung, dass es auch wirklich stimmt, sondern dass es irgendwie mit einem selber zu tun hat. Was kann ich besonders gut? Wofür eigne ich mich? Was bin ich für ein Typ? Und da hat eben die eigene Idee den schönen Vorteil, es ist schon mal nicht von der Stange. Der Nachteil ist, dass es von ich weiß es nicht, 10, 100, keine Ahnung, 1000 Ideen, dann nur eine ist, die wirklich funktioniert und die mit einem guten Klassiker vergleichbar ist. Don Wayne hat mal gesagt, er guckt sich lieber ein gutes Ringspiel an als 5 schlechte Routinen mit Kartoffeln. Die sind zwar originell, der Kartoffel-Chicago, aber ein guter Eierbeutel ist dann doch besser. Das heißt, bis das Originelle dann mal vergleichbar ist wie ein guter Klassiker, ist der Aufwand mindestens 10-mal so hoch. Aber wenn es funktioniert, dann ist es das Beste. Sorry, da konnte ich nicht kürzer drauf antworten. Weil mich das ist vollkommen okay. Bis heute beschäftigt mich das auch wirklich, gerade wenn mich Leute fragen, ich soll beraten bei deren Abendprogrammen oder so, dann ist mir ja wieder vor der Frage, wie viel Originalität muss denn sein? Denn das ist für einen Wettbewerb innerhalb der Zauberei und für Kongresse und für vielleicht Fernsehsendungen, Festivals und sowas wichtig ist, okay. Aber wie wichtig ist es für die Zuschauer, die sich eben nicht auskennen? Und das ist tatsächlich eine große Frage, wie von Hans Klock, der Interpret ist, vielleicht der Beste dieser amerikanischen Illusionen, die zu interpretieren, bis hin dann eben zu den Originalsachen, wenn Peter Marwis sich was ausdenkt,
dann ist vielleicht nicht alles gleich gut, aber seine richtig guten Sachen sind eben überwältigend und fantastisch. Also frag mal schnell was anderes, bevor ich noch weitermache. Ich wollte eigentlich da noch tiefer reingehen. Ja, also, bitte, geh mal tiefer rein. Wie sieht das denn aus? Also ist das dann wirklich, oder man sagt ja, in der Zauberkunst kann man nichts Neues erfinden, weil eigentlich schon alles da war. Das heißt, man kann neue Dinge mit... Wie bitte? Wer hat das gesagt? Ich bin immer gern bereit, mich darüber zu streiten, weil ich das schlicht und einfach nicht glaube. Und es gibt so viele schlagende Gegenbeispiele. Also nehmen wir mal nur die letzte Zeit, sowas wie der schwebende Tisch, der zum ersten Mal so das Tuch bei der Zombie-Technik motiviert, den gibt's noch nicht so lange. Das heißt, jemand, der sagt, es ist alles schon mal erfunden worden, dem muss man einfach sagen, ja, und was ist dann mit den neuesten Sachen? Was ist mit diesem Puzzle? Ja, das Puzzle des Lebens, das gab es vorher einfach noch nicht. Es gab noch keine Zombie mit Gelenk, wie beim schwebenden Tisch. Und mein Gott, der Flipstick-Move stammt von einem Zauberkünstler, der verdammt normal am Leben ist. Ja, den kann man anfassen und kitzeln, wenn man sich traut. Den Flip aus Holland, den gibt's noch. Das heißt, wir sind noch nicht so ein wahnsinnig hochentwickelter, so eine hochentwickelte Kunstform, die keine Entwicklung mehr zulässt. Also ich glaube, da müsste man sich eher fragen, wie kann man noch neue Melodien komponieren für Liebeslieder in der Popmusik, weil die Elfenbeinküste der Klaviertastatur, da müssten doch schon mal ein paar Mal was versucht haben. Aber dass wir Zauberer uns einbilden, da käme nichts mehr Neues, das halte ich echt für einen Trugschluss. Ich glaube im Gegenteil sogar, dass es noch ganz grundsätzliche Sachen gibt, die erfunden werden in nächster Zeit. Und wenn dem nicht so wäre, das ist wie in der restlichen Technologie auch, ich bin so alt, ja, ich erinnere mich, da gab es keine Handys. Ja, also in meiner Lebenszeit habe ich mitgekriegt, wie ich mit einem kleinen Kasten bei Star Trek nach China telefonieren kann in Echtzeit. Und liebe Kollegen, wir unterhalten uns gerade über Skype, das gibt es auch noch nicht so lange. Das heißt, wenn der technologische Fortschritt so exponentiell ist, vielleicht ist er das nicht ganz so in der Zauberei, aber da wird jede Menge erfunden. Die Frage ist halt nur, wie relevant sind die Erfindungen? Ne? Also als das D-Light da war, hat es jeder gemacht, weil es so einfach ist vorzuführen. Denn wir haben auch ganz viele entsetzlich vorgeführte schwebende Tische gesehen, weil es einfach ein Tick zu leicht ist, es mittelmäßig vorzuführen. Aber das heißt nicht, dass das Ding an sich nicht ein Riesenschritt wäre. Und die Rückständigen aus meiner Sicht sagen eben, na, das ist ja nur eine Zombie. Ja, aber es ist halt eben nicht nur eine Zombie wie eine Kugel hinter einem Tuch, sondern es ist ein Tisch. Und selbst der wird noch weiterentwickeln mit Kästchen drauf und hurra. Also kurz gesagt, fällt mir wohl schwer, kurz zu sprechen. Kurz gesagt, es gibt jede Menge neues Zeug. Ich glaube, diese Frage, wenn man die so in der Zauberszene anspricht, bezieht sich eher darauf, dass es verschiedene Grundeffekte gibt. Erscheinen, verschwinden, schweben. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und darauf bezogen gibt es verschiedene Richtungen, wie man Dinge ausformulieren kann. Dort gibt es natürlich unendlich viel, aber alles ist irgendwie ähnlich. Was hältst du davon? Naja, es ist so ähnlich wie zu sagen, ob ich jetzt mit einem Pferd mich fortbewege oder mit einem Porsche. Ich gehe ja auch nur von A nach B. Und natürlich, je weiter ich das runterbreche, je abstrakter ich das sehe und sage, okay, 6 Grundeffekte, da wird nicht mehr viel dazukommen. Ja, aber ehrlich gesagt kommt es mir immer ein bisschen vor wie die Entschuldigung für geistige Passivität, also sich eben nichts auszudenken, sondern den Händlerkatalog durchzugehen und da nicht mal zu kombinieren, sondern einfach das zu nehmen, was schon da ist, weil man denkt, mein Gott, was Besseres werde ich eh nicht erfinden. Ich will da gar nicht so sehr drauf
drauf rumreiten. Ich finde auch, dass, wie gesagt, es gibt auch schlechte Originalität und gute Klassiker, nochmal. Aber ich glaube, dass es wert ist, dass jemand Zauberei weiterentwickelt. Da wird niemand widersprechen. Weißt, also vor Yuho Jin hätten wir uns doch nicht träumen lassen, dass uns nochmal einer mit Spielkarten und eben japanischer Präzision und Tricktechnik, hat immer das Gefühl, die zaubern ohne Griffe zu machen, sondern die machen nur noch die Effekte. Also sind wir mal froh, dass die nicht gesagt haben, ach nee, Karte, das gibt's schon lange. Ja, das ist ja Quatsch, weil Peter Marwe hat uns gezeigt, als der manipuliert hat, dass Palmage Hilfen, die vielleicht irgendwie die Manipulatoren in den 30ern hatten, um die Finger zu spreizen, wenn sie eine Rückhandpalmage gemacht haben, dass das vielleicht eine gute Idee ist, die jetzt immer noch funktioniert. Und die Koreaner haben andere Strukturen, haben einen Haufen Gadgets, so Lukas-mäßig präparierte Chicago und hast du nicht gesehen. Und das ist doch alles nicht für die Füße, ne? Es ist doch alles dann mit einem sehr großen Effekt. Es ist ja nicht so, dass es dann aussieht wie die Manipulatoren der früheren Generationen. Ne? Wenn wir mal sagen, dass es da eine Silvan-Art gibt zu manipulieren, dann vielleicht Fred Kapps, Richard Ross, dann später Lance Burton, dann eine Generation wie Peter Marwe, dann danach Makatendo, dann vielleicht irgendwann jetzt die Koreaner. Da gibt es eine deutliche Entwicklung. Und auf der Seite zu stehen und zu sagen, es ist doch faszinierend, was es an Fortschritt da gibt, finde ich viel realistischer, nicht schwärmerisch, sondern einfach realistischer, als zu sagen, das ist doch alles das Gleiche. Wo trittst du momentan so am meisten auf? Im Moment ist es 50-50, also die Hälfte Zauberauftritte und die Hälfte Comedy-Auftritte. Die Zauberauftritte sind bei Festivals und Abendprogramme. Ich bin im Juli 4 Wochen im Friedrichsbau, Varieté mit Magic Countdown, das ist das aktuelle Illusionsprogramm. Und zwischendurch gibt es tatsächlich, was du Galen genannt hast, ne? Also so Industrieauftritte, das ist nicht mehr so viel wie früher. Möchte ich auch nicht mehr so viel wie früher machen. Mein Ziel ist, möglichst viel öffentlich zu spielen und ich spiele wahnsinnig gerne öffentliche Comedy-Sachen. Entweder zusammen mit Kollegen oder mit, ich habe eine eigene gemischte Show im Renitenztheater in Stuttgart, die heißt Froggy Night. Da sind 3 Comedians zu Gast, manchmal auch ein Zauberer, aber immer 3 Comedians und ein Promi und der Promi muss einen Zaubertrick lernen. Und das ist also eigentlich zu 80% eine Comedy-Show. Und dann gibt es eben diesen Stars in der Manege, da werdet ihr zu jung sein dafür, um zu wissen, was das soll, Stars in der Manege-Anteil, wo eben ein Prominenter dann einen Trick lernt und den auch selber vorführt, ohne Assistenz. Und ich bereite für den 21. Dezember ein neues Comedy-Programm vor, das heißt Ende Legende. Und da geht es darum, wo wir im Alltag getäuscht werden. Das heißt, das hat dann jetzt wirklich im Unterschied zu meinen ersten beiden Comedy-Programmen ein echtes Thema. Und ich kümmere mich auch um unterschiedliche Sachen. Also wo werden wir im Supermarkt getäuscht? Was gibt es Kornkreise? Ich rede über die Leute, die glauben, dass die Erde flach ist. Und ich rede über ob der Vogel Strauß den Kopf in Sand steckt oder nicht und so. Und das alles eben so ein bisschen aus der Sicht des Zauberers, der halt Tricktechniken kennt und gewohnt ist seit ewig langer Zeit, dass es möglich ist, jemanden zu täuschen. Und so ein bisschen mit dem Wissen erzähle ich dann über die Sachen. Aber es ist alles sehr lustig, nicht journalistisch und auch nicht sehr, sehr debunking-mäßig Zeug aufdecken. Aber so ein bisschen den Aspekt hat es, also dass ich eben erzähle, wo werde ich im normalen Leben verarscht. Und daran schreibe ich gerade. Ich brauche so knapp über 20 Monologe und bin bei 12. Und mache gerade dann so Probeauftritte und zeichne es auf und mache dann ein Häkchen in den Texten, wo die Leute gelacht haben und so. Und
Das macht Spaß, aber es gibt auch nichts Schmerzhafteres, wie einen Witz zu machen, von dem man dachte, der, da lachen sie vielleicht drüber. Und dann verreckt er. Das sind große Hodenschmerzen. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber wenn es funktioniert, ist es auch da. Toll. Vor wem führst du das dann vor, wenn du so Probe machst? Die Comedy-Probeauftritte? Genau. Bei Open Stages. Also tatsächlich, da wo die anderen dann zu Gitarre singen, ihre eigenen Sachen oder mal auch jemand anders Stand-up probiert oder auch mal ein Zauberer seine Sachen zeigt, da mache ich dann auch 10 oder 15 Minuten. Und wenn ich mich was traue, mache ich nur neue Sachen. Und wenn ich denke, mal gucken, dann, wenn ich mir bei was nicht so sicher bin, dann mache ich immer eines relativ sichere Repertoire-Nummer am Schluss und fange dann eben mit 10 wackeligeren Minuten an. Zuletzt war ich in Tübingen in der Open Stage und immer, wenn man es nicht will, sind dann Kollegen da und da war natürlich eine Helge da, Helge Thun. Und dann dachte ich wieder, na, fantastisch, ja, dann sieht er mich wieder voll aus. Aber es ist dann ganz gut, dann kann man drüber reden. Wie wichtig ist allgemein in deinen Shows der Humor? Dein Humor? Ganz wichtig. Ich habe festgestellt, dass ich es ein bisschen trenne. Also wenn ich zauber, dann will ich nicht, dass der Trick schief geht oder dass es irgendwie so veralbert wird oder so. Ich möchte, dass es stark und knackig ist. Und auf der anderen Seite mag ich auch einfach nur in dicken Anführungszeichen Comedian sein und mit Texten auf der Bühne stehen und Choreografien und sowas. Das heißt, ich vermische es eigentlich zunächst mal nicht. Und auf der anderen Seite habe ich festgestellt, wenn ich mich denn entscheiden muss, so geschmacklich, wie finde ich denn Leute, die Mentalisten, die behaupten, sie haben echte Fähigkeiten, dann muss ich sagen, da bin ich zu albern dafür und vielleicht auch so ein Tick zu ehrlich oder so. Ich finde es manchmal ein bisschen eklig, wenn ich ehrlich bin, und manchmal auch ein bisschen lächerlich einfach. Und da ist meine Grundeinstellung, wenn jetzt jemand auf der Bühne ein bisschen cooler tut, als er eigentlich ist, dann finde ich das manchmal so ein bisschen lustig. Und wenn jemand behauptet, er kann was mit NLP machen oder Körpersprache oder abtasten und er braucht aber eine Batterie im Block, dann finde ich es auch ganz schön arm. Also da ist einfach, ich bin nicht besonders missionarisch, aber ich denke irgendwie, dass, also da hätte ich so ein bisschen Probleme dann mit dem Selbstverständnis, wenn ich genau weiß, eigentlich bin ich ein Gaukler und eigentlich ist das eine groß angelegte Verarsche, was ich da mache. Und ich verkaufe einfach den Leuten einen Trick unter ganz falschen Voraussetzungen und trampel vielleicht auch ein bisschen auf den Gefühlen und den Bedürfnissen der Leute rum. Also insofern, da setzt dann immer so ein bisschen der Humor ein, da lache ich lieber drüber, als dass ich das ernst nehmen möchte. Du bist ja auch schon öfters im Le Plus Grand Cabaret du Mans aufgetreten. Ja, das bin ich. Ich glaube, so 11 oder 12 Mal. Wow, okay. Genau das meine ich. Und das, entwickelst du deine Shows? Weil ich halt auch steinalt bin. Das hast du gesagt. Die Sendung gibt es auch schon seit irgendwie, dass Danny Larry das Meer geteilt hat für die Israeliten wahrscheinlich. Also das gibt's schon richtig lange. Eine zweistellige Zahl war es. Ich glaube, es war über 15 Jahre. Und da sind jetzt irgendwie 12 Mal gar nicht so viel. Man muss sich überlegen, dass Danny Larry am Ende jeder Show seit vielen Jahren ein anderes Kunststück zeigen, eine andere Illusion, zum Teil Sachen, die er aus Büchern gezogen hat und die speziell dann für die Sendung gebaut werden. Das ist sehr faszinierend, also eine tolle Leistung. Machst du das auch? Also entwickelst du Kunststücke speziell für die Show? Nein. Nee. Im Gegenteil, ich entwickle dann Kunststücke für Abendprogramme und
Und dann fragen die manchmal, gibt es was Neues? Und dann sehen die es auf Video und haben dann manchmal Lust, das zu verwenden. Es eignet sich auch nicht immer alles gleich gut, weil ich jetzt, im Moment habe ich gerade wieder so eine Comedy-Phase, wo ich einfach ganz, ganz, ganz viel mit Sprache mache. In dem neuen Comedy-Programm, das ist ein Solo-Programm und da gibt es auch neue Zaubereffekte, aber die werden alle sehr klein sein, dass man die quasi zwischen Stand-Up-Nummern zeigen kann. Und was die da brauchen bei Patrick Sébastien, sind große Effekte, große, spektakuläre, originelle Effekte. Und da wird also in meinem nächsten Programm, glaube ich, nichts dabei sein, was die brauchen können, weil das alles sehr kleinteilig sein wird. Aber baust du dann auch solche Kunststücke selber, also deine eigenen Illusionen, die großen Requisiten? Also persönlich selber nicht, sondern ich bin dann in Werkstätten und hab eine große Klappe und so ein Halbwissen vor Handwerkern, die entweder Zauberrequisiten bauen. Das hat vor ganz langer Zeit mit Günter Puchinger angefangen und ich habe immer wieder zum Glück Jim Steinmeier fragen dürfen nach Ideen und nach Zusammenarbeit und auch Herstellern, Leute, die er gut kennt und denen er vertraut. Und dann gibt es eben hier so in meiner Umgebung, im Umkreis von Stuttgart, sage ich mal, Tübingen, ein paar, die jetzt seit ganz vielen Jahren Sachen mit mir entwickeln und die gar nichts zu tun haben mit Zauberei. Ein Architekturmodell, Schreiner, Feinmechaniker aus der Textilbranche und so. Und die haben mal den Fehler gemacht zu sagen, in einer Zeitungsannonce, wir können ihre Ideen umsetzen. Ich habe gesagt, ach was, ja, tatsächlich. Und das bereuen sie, glaube ich, bis heute. Weil das ganz schrecklich aufwendig und nervig ist, rein Technisches zu entwickeln, bis es funktioniert, denn diese Prototypenbauerei und so. Und ich glaube, sie haben es schon oft verflucht. Aber sie mögen es natürlich auch, weil wenn dann was funktioniert, multipliziert sich natürlich irgendwie der gemeinsame Erfolg mit jedem Auftritt. Ne? Dann kann man, dann, das ist ja das Tolle an Zauberei, dass wenn es nicht eingeschränkt ist durch Musik oder Kostüm, dass es relativ zeitlos ist und man es dann unter Umständen jahrelang vorführen kann. Eine Idee, die irgendwann mal von mir aus 2 Jahre gedauert hat, obwohl sie nur 5 Minuten auf der Bühne geht, aber das Drehverhältnis ist dann wieder gut, würden die Filmemacher sagen, weil man es eben 20 Jahre lang über die Bühnen zieht und durch die Fernsehstudios. Und da macht es ja dann wieder Sinn. Also mit anderen Worten, ich stehe nur dabei. Ich kriege keine Hand in die Wand. Kein handwerkliches Geschick habe ich als Manipulator, verrückterweise. Aber so ist es. Also was man brauchen kann, kann ich nie machen. Dafür aber performen. Wie sieht's aus? Ja. Gibt es irgendein Zitat, was dich in deinem persönlichen Leben oder vielleicht auch mit der Zauberkunst beschreibt? Ein Zitat von jemand anderem oder ein persönlicher Leitspruch? Sowohl als auch. Ich sage nur zurück, lieber bitte. Irgendwas, was dich inspiriert, Leitspruch, irgendwas in diese Richtung. Wenn du denn so etwas hast. Es gibt ganz, ganz, ganz viel. Also wenn es um die Entwicklung geht, zum Beispiel, habe ich gemeinsam mit Andreas Meinhardt aus dem Stuttgarter Zirkel, der als Nils Bennett Tricks entwickelt und auch schon ewige Zeiten mit mir zusammenschafft und das ist auch wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit. Der hat in seiner Werkstatt von Henry Ford den Spruch stehen, jede Entwicklung verläuft vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen. Und das finde ich, wenn, also jeder, der das mal gemacht hat und egal was er entwickelt hat, das stimmt ganz genau. Also am Anfang ist es einfach immer scheppig und
und das ist vielleicht irgendwie nur ein Pappmodell, ist aber eine tolle Idee. Und dann wird es ganz schrecklich verbessert und Kohlefaser und hurra und zerlegbar und hier noch eine Rändelschraube. Und am Ende ist es aber wieder, wenn es dann tatsächlich im Programm bleibt, ist es wieder was Simples. Ne? Also dann wird es wieder, zurückgenommen auf so die einfach die, und man kann vor allem keinem der drei Schritte ausweichen. Finde ich so spannend, dass ich kann nicht sofort quasi also ganz selten habe ich das mal erlebt, dass man sofort am Schluss ist, sofort diese simple, geniale, tolle Idee hat, sondern am Anfang ist da ist immer was dran, aber es ist einfach primitiv und dann wird es immer überentwickelt, man schießt über das Ziel raus und am Ende wieder 2-3 Schritte zurück und dann ist es das, was es auch bleibt. Das nur für die Entwicklung, für alle anderen Sachen, das ist wirklich schwer, das auf den Punkt zu bringen, weil ich kann da nur Banalitäten irgendwie absondern, also die ihr schon 1000 Mal gehört habt jetzt in diesem, ich bin ja Nummer 25 von dem Podcast, da werden sicher schon Leute gesagt haben, dass es wichtig ist, sich selber zu sein, ne? Und die eigene Stimme zu finden und dieses ganze Zeug, wo jeder sagt, naja, ja, wunderbar, ja, aber das muss mir dann auch mal erstmal einer sagen, wer ich bin und vor allem muss ich dann auch bleiben und darf mich nicht verändern, meinen Charakter verändern. Plötzlich kann ich in 10 Jahren das nicht mehr machen, was ich heute mache und so weiter. Also es ist alles relativ komplex. Ich stelle fest, dass ich nicht aus Fehlern lerne, zum Beispiel. Also nicht aus eigenen hoffentlich, aber man lernt mehr von schlechten Sachen. Das stimmt überhaupt nicht. Also mich faszinieren und inspirieren tolle Sachen. Also wenn ich mir überlege, was Darren Brown in seiner Lebenszeit verändert hat in der Mentalmagie und ich denke, mein Gott, die ganzen Zeitgenossen, die auch alle eine Tafel und ein Swami-Gimmick hatten, ja, wo es auch einmal nicht aufs Geld oder auf sonst irgendwas ankommt und nein, auch nicht auf 100 Leute im Team, auch wenn Andy Nyman vielleicht irgendwie wichtig war, aber nein, es ist nicht das Geld, nein, es ist nicht die Leute von außen, es ist dieser eine Typ, dieses verdammte Genie, sowas fasziniert mich schon sehr, dass es solche Figuren gibt, wie Darren Brown, wie Teller, wie Jim Steinmeier, die so viel Saft abzusondern haben in kreativer Hinsicht innerhalb von den lumpigen, wie lange arbeitet man, weiß nicht, 60, 70 Lebensjahren. Und man steht noch daneben, ne? Also das sind alles Zeitgenossen, sind alles Leute, die im Moment leben. Ja, und so wird es vielleicht den Close-Ups aber gerade mit Shin Lim gehen oder mit, ich weiß es nicht. Das finde ich schon ziemlich spannend. Das sollte eigentlich so war es bei mir immer. Also ich bin kein neidischer Mensch. Ich denke dann nicht, oh, scheiße, sondern ich denke dann eher, ja, vielleicht geht's doch. Ja, vielleicht ist diese Scheißidee, die ich da hatte, doch was wert. Ja, vielleicht ist, wenn ich da jetzt dranbleibe und das wirklich mache, vielleicht habe ich dann am Ende auch was. Und oft genug war es nicht so. Also ich habe einen Haufen Scheißdreck gemacht. Die Zauberer, die mich irgendwie jetzt nur kennen mit den Sachen, die funktioniert haben, die denken, ich habe einen Haufen gemacht, aber die müssen auch erstmal den ganzen Scheiß sehen, der da im Lager steht. Der im Keller ist, ne? Ja, absolut. Also ich will mich wirklich nicht vergleichen mit irgendwie den großen britischen Popmusikern, aber es ist wohl so, dass es das Werk von Lennon und McCartney als Noten gibt. Und da ist jetzt nicht alles nur das rote und blaue Album. Ne, da gibt es auch ein paar, die okay sind. Und das meine ich wirklich nicht, um mich mit denen zu vergleichen, sondern einfach nur das Phänomen, wenn man dann eben besonders viel versucht, dann ist einfach auch mal was dabei. Mir geben eben die positiven Beispiele die Hoffnung, dass es sich lohnt, weil in aller Regel ist das Problem nicht unbedingt eine gute Idee haben, sondern durchzuhalten, die auch zu machen. Weil doch auf der Hälfte denkt man, also das ist schon ein großer Scheiß, den ich da gerade probiere.
Und der Eierbeutel ist so schön. Mein Eierbeutel ist so, der funktioniert 100%. Und dieses Ding, was ich da gerade rumstehen habe, was mich jetzt schon 2000 Euro gekostet hat, jetzt schmeiße ich es endlich in die Ecke. Jetzt hast du aber sehr große Spannung aufgebaut. Gib doch mal bitte ein Beispiel. Gibt es irgendwas, was so wirklich schiefgelaufen ist, wo du aus der heutigen Sicht sagen kannst, ja, das war eine gute Erfahrung? Nee, also wenn es schiefgelaufen ist, war es ja keine gute Erfahrung. Also ich habe schön, es gemacht zu haben, aber komm nicht auf die Bühne. Ja, ja. Ich habe zum Beispiel, mal mit einem bildenden Künstler zusammengearbeitet, der konnte Sachen unsichtbar machen. Und zwar mit einer Technik, die es bisher in der Zauberei noch nicht gab. Und das ist eine lange Geschichte. Ich habe dir auch mal beschrieben. Ich habe so ein kleines Buch geschrieben. Das heißt Jungfrau gesucht, Säge vorhanden. Da ist es drin beschrieben, die ganze Erfahrung, wie das war, weil es im Prinzip schlecht ausgeht. Ja, also ich habe den Trick nie so entwickeln können mit dem, dass man ihn auf einer Bühne vorführen kann. Und muss ich jetzt vorstellen, das ist tatsächlich bei vollem hellen Licht kann man Dinge, Personen, was man möchte, unsichtbar machen. Und so ein Originalitätsfetischist wie ich, also ich, für mich war das, also ich war kurzatmig, das in den anderthalb Monaten, die man da zusammengearbeitet hat, und ich finde es immer noch faszinierend, aber es ging einfach nicht gut aus. Ich habe es nicht hingekriegt und sowas gibt es natürlich auch. Na, das ist dann halt, dann ist man da gescheitert. Ich bin auch bei ein paar anderen so großen Illusionsprojekten gescheitert, in dem Sinn, dass sie einfach nicht zustande gekommen sind. Aber es klingt so banal, das sagen auch immer alle. Wichtig ist es halt nur danach nicht aufzuhören und nicht zu sagen, jetzt könnt ihr mich mal echt gern haben, ich mache nie wieder was. Das ist wahrscheinlich wie beim Spielen, also ob die Analogie gut ist, man müsste eigentlich aufhören, wenn man gerade was gewonnen hat. Also ich möchte einfach nicht aufhören, wenn gerade was misslungen ist und sagen so, und ab heute mache ich nur noch gekaufte Tricks. So, nicht zu entwickeln. Ich weiß auch, dass viele gar nicht erst anfangen, was Eigenes zu machen, weil sie denken, ach, ich weiß nicht mehr, ich habe niemanden, der mir hilft oder so. Und da habe ich schon auch Respekt davor. Also ich sage nicht, dass jeder das machen kann. Ich hatte echt einfach das Glück, Leute zu treffen, die das gewohnt waren. Das ging mit Eberhard Riese los, das ging mit Helge Thun weiter. Ich habe nach Eberhard von niemandem so viel gelernt wie von Helge, was jetzt Präsentationen betrifft und sich da frei zu spielen und als 20-jähriger Zauberer nicht zu klingen wie ein 50-jähriger, der auf der Bühne spricht, ist ja oft bei Sprechzauberern so, na, dass die haben eine seltsame Art von Poesie. Ich nahm einen Geldschein in meine Hand und ich war gefangen vom Zauber, so, und da hast du das Gefühl, ja, es ist schön, aber da wäre es besser, man ist Punks und nicht vielleicht irgendwie Anfang 20 für den Stil. Also will sagen, ich hatte einfach Glück, dass ich faszinierende Typen getroffen habe. Und darauf kommt es schon an. Also ganz alleine würde ich wahrscheinlich die Sektflasche von The Magic Hands damals vorführen, wo so ein kleiner Knall dran ist, wenn man den Korken rauszieht, macht es. Und es klingt nach allem, nur nicht nach Sektflasche. Also ich würde wahrscheinlich beschissen zaubern, wenn es nicht, und das ist keine Koketterie, das meine ich wirklich, wenn es nicht Leute gegeben hätte, die das vorgelebt haben, dass es möglich ist, was Eigenes zu machen, und die auch mir vertraut haben, dass es jetzt wert ist, an einer Idee mit mir zusammenzuarbeiten. Wenn man das nicht hat, dann kommt man, glaube ich, echt schwer aus dem Quark. Was zeichnet deiner Meinung nach eine gute Show aus? Eine Bühnenshow. Es ist nicht unbedingt so eine Trostillusion, aber. Dass ich so lange antworte, weißt, aber die Fragen sind natürlich so gut oder so allgemein, dass es so schwer fällt. Was macht eine gute Show aus? In zwei Sätzen. Genau. Also eine gute Show muss mich. Meint ihr eine gute Zaubershow oder allgemein eine gute Show? Eine gute Zaubershow. Eine gute Zaubershow muss mir
jetzt wiederholen wir uns langsam, Sachen zeigen, die ich noch nie gesehen habe. Die muss mich natürlich verblüffen zuallererst mal, als Zuschauer und gern auch als Zauberer. Doch nett, wenn ein, zwei Sachen dabei sind, die ich auch als Zauberer nicht durchschaue. Es muss einen eigenen Ausdruck haben. Es darf nicht aussehen wie irgendjemand anders. Ne? Also wenn ich einen ganzen Abend lang zu jemand gehe, dann will ich dessen Art, dessen Stil von Zauberei und dessen Person kennenlernen. Und ich will nicht jemanden sehen, der gerne so wäre wie David Blaine oder Dynamo oder Schlag mich tot, sondern das verlange ich dann irgendwie schon, dass ich am Ende des Abends, wenn keine neuen Tricks, dann zumindest einen neuen Stil präsentiert bekommen habe. Für mich persönlich schadet es nichts, wenn ich mal schmunzeln oder lachen kann an so einem Abend, um diese Kluft zu überbrücken, dass der Zauberer so viel geiler ist als die Zuschauer, weil er was weiß, was die nicht wissen. Da finde ich es irgendwie ganz schön, wenn sich das auflöst. Max Maven hat mal ganz schlau gesagt, die Showbusiness-Maxime, they don't have to like you, they have to want to spend time with you. Also sie müssen dich nicht unbedingt mögen oder lieben, was immer früher gesagt wurde, dass die Zuschauer den dann lieben müssen. Aber er muss was haben, was die Leute dazu bewegt, mit dem Zeit verbringen zu wollen. Und das finde ich ganz schlau, weil ja ganz viele John Malkovich oder keine Ahnung was für Gestalten ja nicht unbedingt gemocht werden, aber sie sind auf irgendeine, oder Jack Nicholson oder so, sind aber auf irgendeine Art so faszinierend, dass ich Zeit verbringen will mit den Typen. Ich muss sie nicht mögen, aber ich muss sie interessant, attraktiv, schlau, überraschend oder irgendwas finden. Und wenn das ein Zauberer leisten kann, dann ist er schon ganz weit vorne. Und wie toll, dass es im Moment Ehrlich Brothers gibt, ne, die jetzt plötzlich so populär als deutsche Zauberer sind, dass ein Zauberer zu sein nicht mehr was ist für den Kindergeburtstag und für Luftballonfalten mit dem kleinen Pudelstück am Ende des Schwanzes, sondern jetzt sind wir doch, also jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr, langweilig zu sein oder zu sagen, naja, Zauberei, na, das ist halt was für die Oma und die Enkel. Es gibt zu viele Gegenbeispiele, wo Leute einem gerade zeigen, wie cool und erfolgreich es sein kann. Lieber Thomas, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ja. Leider müssen wir jetzt wirklich schon zum Schlussspurt kommen, aber wir haben noch drei Fragen, die wir dich bitten, einfach mal ganz kurz und knapp, wenn möglich in einem Satz zu beantworten. Ich bemühe mich. Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt? Ja. Nie aufzuhören, etwas Neues zu probieren, nie aufzuhören, sich zu entwickeln, nie aufzuhören, aus einer anderen Kunstform was Neues in die Zauberei reinzuziehen. Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen? ja, ganz viel. Also, ein Buch, alles, was Jim Steinmeier und Juan Tamarisier geschrieben haben. Gibt es ein Lieblingskunststück, was du vorführst? Oh, absolut. Es ist immer das, was ich gerade aktuell entwickle. Plus, ich führe die Lautsprecher gern vor, führe die Kartenpercussion gerne vor, führe die Arm-Illusion gern vor. Das sind im Moment meine Dauerbrenner. Und ich bin gerade dabei, was zu entwickeln mit Bläschenfolie. Und gibt es noch etwas, was du den Hörern zum Schluss mitgeben möchtest? Wenn wir uns irgendwann irgendwo mal begegnen, liebe Hörer, egal ob ich als Zauberer oder als Comedian unterwegs bin, quatscht mich an. Mich hat es noch nie gestört, mich mit Zauberern zu treffen. Ich freue mich über Austausch, ich freue mich über Ideen, ich freue mich über Tipps, wenn irgendjemand was Neues, Interessantes macht und mir das weitererzählt. So habe ich wahnsinnig spannende Sachen kennengelernt und hatte tierische Erlebnisse im Zaubern und so soll es auch irgendwie weitergehen. Also lasst uns in Kontakt bleiben. Super, dann ja, vielen, danke, vielen Thomas. Dank,
dass du mit dabei warst heute. Danke auch. Bis dann. Ciao. Bis Ciao. Dann. Tschüss. Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Carmen Silva. Sie sagte einmal: Glück ist das Einzige, was wir anderen geben können, ohne es selbst zu haben. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine Empfehlung an deine Freunde und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das Beste, was du für uns tun kannst, ist eine Empfehlung an andere. Und je mehr positive Bewertungen wir auf iTunes haben, desto mehr werden diesen Podcast finden und umso mehr werden an den Infos, die wir für euch zusammenstellen, teilhaben können. Wenn du Vorschläge für weitere Interviewpartner hast oder Anregungen im Allgemeinen, freuen wir uns auch über deine persönliche Nachricht auf Facebook, per Mail oder beim Besuch auf unserer Webseite. Du findest uns unter facebook.com/magischer Podcast und unter magischerpodcast.de.